Und genau das soll diese Frau nicht tun. Sie soll den Typen einfach nur umbringen. Don't shoot. So. Ihr habt gesehen, wie viel der gefressen haben. Jetzt geht es los. Ich hätte es wissen sollen. Du änderst dich nie. Dann musst du jetzt eben den nicht ganz so angenehmen Weg wählen. Klettere in den Luftschacht und während du dich da durchquetschst, könntest du ja mal in Ruhe darüber nachdenken, was du da gerade angestellt hast. Jetzt nehme ich ein Medipack. Was? Die sollen nicht mehr ganz ordentlich. Oh, kommt an, meine Süßen. Und tschüss. Wir können das tatsächlich ohne Medipacks schaffen? Ich speichere mal ab. Okay, wenn man natürlich auf die Taste drückt, bei der man bei der PS3 schießt, dann kann natürlich nichts dabei rauskommen. Ich weiß, warum ich gespeichert habe. Wir kriegen das hin, Leute. Aber nicht, wenn der Typ versandt sich Kugeln frisst und Lara nicht sauber zielt. Ich hasse diese ewig langen Ladezeit. Es wird mal wieder Zeit für ein Ladebildschirm-Massaker. Da hast du keine Chance. Es ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich die Faxnabe, Digga. Wie viel Kugeln frisst der Typ denn? Was soll denn das? Mann, ey! Ich will kein Minipack nehmen! Und in dem Moment zieht der Typ schon auf mich. Natürlich! Das muss man doch ohne Medi-Heals schaffen können. Ey! Ich will kein Medikit nehmen. Oh, jetzt ganz ruhig. Wie viele Kugeln frisst du denn, du blöder Heini? Gut, wenn ich jetzt ein Medipack nehmen muss, dann tue ich das. Aber passend tut mir das nicht. Ne, nein. So ja nun nicht.
Das ist doch nicht wahr. Leute, ich raste aus. Das ziehe ich jetzt hier noch eiskalt 20 Stunden so durch. Ich nehme dieses Level kein Medikit mehr. So zum Beispiel. Das lade ich nochmal. Ich weiß, Lernzeiten sind... Ich dachte gerade, sie speichert. Das war verdammt sauber. Wir können das schaffen, Leute. So, das dritte Secret. Sorry, Leute, ich werde es wahrscheinlich nicht geschnitten haben. Aber, Alter, das wird wahrscheinlich ein kompletter optionaler Part gewesen sein. Der erste in meiner... So. Wo sind wir jetzt? Ah. Kurz vorm Level Ende, Leute. Das Ganze hier beinhaltet ein sogenanntes Zeiträtsel. Und zwar, wir drücken diesen Knopf und dann beginnt das Rätsel. Mal sehen, ob wir es beim ersten Versuch schaffen. Ich denke es nicht. Dum, 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 dum. Ja, aber so natürlich nicht. Wir gucken uns den Weg erstmal an. Ey! Die Steuerung ist manchmal so hakelig, das geht gar nicht. Nimm es! Und Level Ende. Und wir sind im nächsten Level, das ich jetzt gleich im Anschluss aufnehmen wird. Es nennt sich Flucht mit der Iris. Leute, wir haben in dem gesamten Level nicht ein Medipack genommen eben. Okay, du warst ein ungezogenes Mädchen, aber bevor ich dir sage, was deine Strafe ist, will ich dir nur mitteilen, dass du gar nicht zu widersprechen brauchst, weil ich nicht zuhören werde. Also, nimm all deine Metallgegenstände, ja, Waffen sind auch aus Metall, und leg sie in den Behälter, sofort. Du willst also ernsthaft, dass ich mich selbst entwaffne, obwohl es hier vor Wachen nur so wimmelt? Wenn ich überhaupt zuhören würde, was ich ja wie gesagt nicht tue, dann würde ich dieses Argument damit entkräften, dass ich der betreffenden Person sagen würde, dass ihre wunderbaren Waffen gegen 3 Meter große wandelnde Panzer sowieso herzlich nutzlos sind. Aber da ich ja nicht zuhöre, sage ich natürlich gar nichts. Ich tu's, aber wenn du das vergeigst... Okay, ich höre wieder zu und vertrau mir, ich werde das nicht vergeigen, okay? Habe ich denn eine Wahl? Nope. Nein. Gut, wir entwaffnen uns einfach selber, es ist ja... Okay, Lorenz, wir haben keine Waffen.
Wie war es noch mit dem Notmedi-Verkrant? Vergiss es. So. Denn Lara ist jetzt ein Skelett, das kennen wir ja schon. Und naja, wir haben ein Medikack. Lara ist das Skelette. Aber wir haben noch unsere Munition, nämlich 122 Mal. Ich überbringe ja ungern schlechte Nachrichten, aber die Treppe scheidet aus, sofern du nicht schussfest und kugelsicher bist. Und das bist du nicht, oder? Und der Aufzug? Naja, die Aufzüge führen nach unten. Wenn man irgendwo abhauen will, ist es da nicht eigentlich üblich und clever, sich in Richtung des Ausganges zu bewegen? Sagen wir mal zum Dach? Stimmt, etwa so clever wie mich zu überreden, meine Waffen wegzuwerfen, oder? Autsch, Treffer! Naja, vielleicht schaust du dich wirklich besser nach irgendeiner Waffe um. Hey, keine Panik, Mädel, dieser Mann hier wird dich schon retten. Das wäre das erste Mal. Ja, allerdings. Nur mal so zur Info, und zwar am Ende dieses Levels, das weiß ich noch, müssen wir diesen Feuerlöscher da anschießen und dann kommen wir ins nächste Level. Aber gut. Wir gehen gleich mal hier rüber und durchsuchen hier alles. Wir haben gerade wahrscheinlich über 15 Minuten, also bestimmt eine gute Stunde, für das komplette Level gebraucht. Das heißt, ich habe ja gesagt, der komplette letzte Abschnitt geht nochmal so lang wie das komplette LP, wenn nicht sogar etwas länger, weil das letzte Level, da werde ich 3 Stunden haben und ich werde nichts rausschneiden, weil ich einfach keinen Bock habe. Ich habe keinen Bock zu schneiden, ich werde dieses LP hier heute noch beenden mit seinem Bonus-Level, das ich übrigens blind spielen werde. Und ich finde es schön, dass Lara so einen kleinen Rucksack hat. Das finde ich richtig niedlich. Ich zeige es mal ganz kurz. Hier ist so ein Pin. Wenn ich mir den jetzt raussuchen könnte, könnte ich jetzt hier was überspringen, aber es ist ein Let's Play, Leute. Ich muss es zeigen. Lara ist immer noch am Let's Playen. So, ab jetzt müssen wir schleichen, weil ab jetzt haben wir da eben, hat Jeff uns diesen Typen gezeigt. Und das bedeutet, wenn der uns jetzt hört, dann haben wir verschissen, weil wir haben, glaube ich, kein Tuch mehr. Wir haben nur noch einmal eine Chloroformflasche. Ist auch nicht weiter schlimm, weil das müssen wir uns jetzt holen. Das haben wir auch übrigens jetzt schon. Jetzt haben wir schon alles, was wir brauchen. Aber wir gehen einfach mal weiter. So, da war nix. Und den Rest hole ich mir gleich. Wir chloroformieren das Tuch mit dem Chloroform und haben ein Tuch mit Chloroform. Das wir chloroformiert haben. Versteht ihr, was ich sagen will? Wahrscheinlich nicht. Es ist 1954. Ich habe 10 Minuten vorher angefangen. Ich habe euch angeschündet. Es wird jede Menge optional passieren. Aber ich meine, Sugar hier wird stolz auf mich sein. Gut, wenigstens war hier die richtige Cutscene an der richtigen Stelle, nur die andere habe ich dann wahrscheinlich ersetzt. Das wird dann in den Outtakes des jeweiligen Parts gesehen haben. So, der Typ ist erledigt, das heißt, wir können jetzt hier bequemlich reingehen, können hier noch Medikit oder sowas ähnliches holen. Und Lara, warum kannst du nicht einfach durchs Fenster springen und tschüss, weg. Nimm dein Paragleiter und dann tschüss. So, Medikits haben wir mehr als genug. Ich habe noch nicht eins genommen, glaube ich. Und ja, jetzt geht es weiter. Die Secrets hier in diesem Level sind relativ einfach versteckt, aber dieses Level hat es schon ganz schön in sich. Also, ich habe das letzte Mal relativ lange gebraucht, obwohl dieses Level noch nicht verbuggt ist. Das Problem ist, ab einem bestimmten Teil dieses Levels müsst ihr jeden Save auf einen anderen Slot setzen. Ich sage euch wieso, ich mache es ja sowieso schon immer so, in jedem Tomb Raider-Teil, damit ich einen zurück habe. Ihr wisst ja, wie ich das meine, weil ich mich auch gerne mal so versave, weil ich eben so viel save. Ne, ihr versteht überhaupt nicht, wovon ich reden will, aber okay. Macht das, weil dieses Spiel ist ab einem bestimmten Punkt nachher so verbuggt. Und zwar nicht nur im Multiplayer, sondern auch im Singleplayer. Weil es ist einfach so, man denkt mal, die haben keine Spieltester, aber die haben Spieletester. Ihr müsst euch nachher mal die Credits anschauen am Ende des Abends, also für euch dann irgendwann 1,5 bis 3 bis 4 Wochen später oder so, keine Ahnung. Je nachdem, wann dieses Video online kommt, heute ist der Handy? 23. Erste. Stimmt das jetzt? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Handy? Verrat mir bitte mal ein gültiges Datum. Ja, 23. Januar, genau. War da gerade mit einer Maus im Bild? Kann ja nicht sein, ich spiele doch im Vollbildmodus. Ja, Leute, Alex spielt im Vollbildmodus. Ich wollte es vorne im Dings probieren, aber da sah das irgendwie so ein bisschen komisch aus. Da hat er. Das Spielfenster selber war nur so groß wie 640x480, die Auflösung, aber trotzdem Full HD. Und wir haben eine Chipkarte, 8526. Glaube ich. 8526. Gut, jetzt gehen wir nochmal schnell aufs Klo. Scheiße.